Problem gelöst. Mikro gekommen. Nee, weiter hier. Dann mal los. Jo. Zuerst nehme ich noch was zu trinken. Vielleicht überlebe ich es ja dieses Mal. Nimm den Drachen auf neutral und follow vielleicht direkt, oder? Follow, dann hebt er immer ab und ich kann nicht rechtzeitig aufsteigen. Stimmt auch wieder. Was dann ist denn hier? Ei. Also die eine fette Metallbase hier steht noch. Oh ja, es ist aber kein einziges Turret, nur Pflanzen. Ja, okay, aber dann ist das ja eine, die man mit Sicherheit irgendwann mal sich vornehmen kann unter Umständen, ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch eben. Es war, glaube ich, auch irgendwie Less oder Loss oder. Kannst du mal von. Ach ne, hast du dir schon ein Fernglas gemacht? Ah, nee. Dann würde ich das vielleicht erst noch machen. Und dann kannst du vielleicht mal bin von ich oben schon in die. fast da. Was soll? Da kannst du mal oben in die Basis reingucken, ob du irgendwas an Viechern drin siehst. Vielleicht ist die ja aufgegeben und nur nicht abgerissen worden. Ist aber auch noch schon ziemlich groß und aktiv. Ja, Toxic war ja riesig. Ja, die haben ja überall ihr Zeug stehen. Oh, da unten ist ein Rex am See. Nee, ich doch nicht. Oh, da steht gegenüber vom See ein Bronto ganz oben alleine auf dem Felsen. Das sieht ja Den cool habe ich aus. Auch gesehen. Und direkt über der einen Basis hängt auch einer rum irgendwo, glaube okay. ich. Und dieses Mal greife ich keine Demos an. Nee, schau mal nur, schau, dass du erst vorher mit dem Drachen außenrum alles platt machst, dass dir keiner da in die Quere kommt zwischendrin, dass du wirklich safe bist und nicht beim Absteigen dich dann irgendwas angreift. Ich bin ja nicht mal abgestiegen, als der Demo mich gekillt hat. Ja, aber der schlägt dich runter und drum versuchen irgendwie mit dem Blitzstrahl von weitem vorher freizuräumen. Hier überhaupt irgendwo so eine Pflanze. Da ist eine Schlange. Ah, fuck it. Blitzstrahl ist scheiße. Warum? Treffe ich aus Versehen immer die Demos. Super aus. Irgendwas Böses, eine Schlange.
Ich glaube, die sind nicht mal ganz so selten, wie sie mal waren, weil hier ist ein ganzes Okay. Feld von denen fast. Mach das jetzt ganz einfach immer. Hoppala. Oh. Oh Gott. Jetzt habe ich gedacht, ich fliege raus. Keine Tintoberry. Dafür muss ich nicht in den Sumpf. Bewässern musste man die ja nicht, ne? Da hat es halt immerhin geregnet. Doch, wir haben die. Ne, was bewässern? Die Die. Beete? Doch, natürlich. Nee, da hat der Regen ausgereicht. Ja, Dünger war Die immer das Beete Problem. innen drin, die mussten wir, haben wir bewässert. Außen, da hat der Regen gereicht, glaube ich. Das war nur Dünger, ja. Ich habe jetzt 122. Ah, cool. Komme jetzt wieder zurück. In dem Licht sieht der Drache voll rot aus. Oh. Oh, da oben kannst du dann gleich, glaube ich, noch einen Biberdamm mitnehmen. Richtung, auf der kleinen Anhöhe Richtung Metallspot bei uns raus und dann gleich, bevor du zum See von den Wems kommst, links hoch, da ist, glaube ich, einer. Okay, das neue Hobbys von Brontus ist doch auf Berge klettern, oder? Irgendwie schon, Hier ja. steht noch einer oben drauf. Oh. Ich schau mal, ist das überhaupt einer? Ja, doch, ist einer. Au, scheiße. Was denn? Kann ich Sabertooth Bolan? bowlern? Ja. Oh, ich habe aber keine Bowler. Scheiße. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ein 135er Sabertooth. Oh, scheiße. Ey, das ist ja mies. Da kommt ein blauer Beacon mit Aura runter und landet direkt in der Base von Toxic. Wo war das denn? Oh, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Was war denn das bitte schön? Nein! Nein! Bist du auf der fliegenden Insel gespawnt? Nein, ich bin auf dieser kleinen Insel, wo ich zuerst Steine gefarmt habe, gespawnt. Ah, da ist der Sabertooth. Kannst du da meinen Körper mal looten, wo der Sabertusch rumrennt? Da muss irgendwo meine Leiche liegen. Ja, weil es ist ein bisschen schwierig, mit dem richtig zu landen Ach jetzt. komm, Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt da? Naja, vielleicht bin ich eh gleich wieder tot. Da ist nämlich gerade ein Raptor, der es auf mich abgesehen hat. Na dann. Wow. Die greifen gar nicht an, wenn man auf einem Drachen sitzt. Nein, die Viecher auf dem Drachen greifen die dich nicht an. Da haben die vor dem Drachen zu viel Respekt anscheinend. Die greifen erst an, wenn du angreifst. So, ich muss jetzt irgendwie darüber und dann. Ah ja, wenn ich drüber schwimme, dann werde ich wahrscheinlich verrecken. Eigentlich sehr wahrscheinlich. Wo bist du da gest... Hä? Ach so. Was denn? Ich bin aus der Party rausgeflogen von vorhin.
deinen Rucksack nicht. Der muss genau da, wo der Biberdamm war. Nur Biberdamm. Unterhalb auf der Fläche muss der Rucksack sein. Ach, da. Ah, ich glaube, ich sehe ihn. Direkt an dieser Felskante, bevor es dann links hoch geht zu dem. Ja, haben. Okay. Du gerade das Tor aufgemacht? Nee, ich hatte das offen, ja, weil ich Metall, Steine und so gefarmt habe. Das sah jetzt aus, als wäre das so ein automatisches Garagentor, weil das hat geladen, war zu und ging Ach dann so so. auf in dem Moment, als ich reingeflogen bin. So, was natürlich krass wäre, wenn ich das wirklich schaffen würde, hier rüber zu kommen, heile. Aber ich denke, dass ich jetzt, sobald ich ins Wasser hier reingehe, wahrscheinlich sofort gleich gekillt werde. Ich mache jetzt einen Inselhopper. Ich versuche jetzt von der Insel auf die Insel zu kommen und von der dann aufs Festland. Aber die einfache Lösung kommt nicht in Frage, oder? Welche? Dich umbringen, neu spawnen. Das muss ja nicht, muss ich ja nicht drauf anlegen. Das wird jetzt wahrscheinlich sowieso passieren. Geronimo, ab ins Wasser. Oh Scheiße. Oh cool, sieht der Wal unter Wasser hammermäßig geil der aus. Greift dich gar nicht an. Ne, ich sag ja auch nur, dass der cool aussieht, nicht, dass ich Angst vor ihm habe. Oh Scheiße. Krass, das ist. Da habe ich mit dem Ballimar auf dem Offline-Server, da ist der so halb gestrandet, da haben wir eine halbe Stunde mit Schweren drauf eingeschwommen. Oh. Ne, der liegt direkt in dieser Senke, also unter Wasser ist so eine Senke und da dümpelt der ganz gemütlich in der Mitte drinnen und wartet wahrscheinlich nur, dass einer vorbeikommt. Okay. Oh Scheiße, ich habe ja keinen Sauerstoff, warum tauche ich denn eigentlich die ganze Zeit? Weil du dir den Wal angucken willst. Blups. Cool, zur ersten Insel habe ich es schon geschafft. Allerdings war das auch der kürzere Weg, glaube ich. Wow. Ein Beet kostet 100 Steine. So. Spawnt richtig schnell hier wieder alles das Zeug. Wow, jetzt geht mir aber die Nahrung auch gleich aus. Na gut. Und Stamina voll und auf zum nächsten Punkt. Sieht aber ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Das habe ich gerade weggeschmissen, um mir dann eine neue zu craften. Steinaxt. Warum Stein? Ja, krass, ich glaube, ich schaffe das tatsächlich. Und dann wirst du da am Land von. Von einem Dilo. Duplo, Dildo. Dildo. Dodo ist der Bemann. Bei uns fliegt ein Greif rum. Okay. Was für ein Level hat denn der Greif? Weiß ich nicht, ich habe immer noch kein Fernrohr. Ach so. Fernglas. Ich bräuchte irgendein Transportviech wirklich, dass ich nicht immer so oft hin und her rennen muss beim Farmen. Ja. Das wäre echt Gold wert. Das Metall oben ist auch schon wieder gespawnt. Ja, das ist cool. Das ist, also wie gesagt, der Spot ist zum Farmen, gerade Metall und so, ist der halt einfach genial. Ich mache jetzt aber mal
Das Problem ist nur, ich könnte echt so einen Steinfarmer brauchen, weil das mit der Axt. Jetzt steht natürlich hier genau ein Rex, wo ich lang muss. Aber der rennt gerade hinter was anderem her. Mein Stamina ist auch voll. Und ich bin gerade bei der Treppe gleich, oder? Bin ich bei der Treppe? Ich bin bei der Treppe. Wo hast denn du mein Loot hin? Hast du das noch im Inventar? Nee, ich hab's in die Kiste gepackt. Fasern, natürlich fehlen Fasern. Vielleicht sollten wir bei der Treppe als nächstes wenigstens eine kleine Steinwand mit einer Tür hinziehen. Na, ich will erst diese Foundations hier gerade drunter ziehen, dass ich dann hinten bei dem Durchgang im 90-Grad-Winkel die Foundations rüberziehen kann. Nicht, dass ich die schräg aneinander setze und dann nicht weiterbauen kann in der Mitte, weil ich den Winkel nicht habe. So, ich bin wieder da, Ein Mutti. Beet kann ich bauen. Wo soll ich denn das hinkleben? Was denn? Das erste Beet. In der linken Kiste ist dann so. Da sollen jetzt diese Abwehrpflanzen rein, oder? Ja. Ach, guck mal, wir könnten sogar hier drin setzen, weil es ja reinregnet. Aber man Ja, kann aber hier das drin würde nicht ich. trinken. Aber ich würde hier drinnen würde ich es nicht machen. Die sollen ja abwehren, also würde ich es Ja. definitiv draußen machen. Sprich, und wo man dran kommt. Nee, Am sinnvollsten. drinnen sieht man den Regen nur. Ja. Schau mal, kannst du das hier an die Schräge setzen? Hier? An diesen Felsen so schräg? Geht das? So. Ja, genau so. Das ist cool. Weil da schießt es nämlich hier nach unten vielleicht auch. Nach oben und nach vorne. Jo, haben wir schon Dünger. Ah, da ist das Tor. Ah, gucken. Super gesetzt, man kommt gerade so dran. Nee, Ja, da müssen wir jetzt mal schauen, dass man dran kommt. ist noch kein Dünger fertig. Dann die Nothilfe. Wie lange hält die das? Das kriegt da aber kein Wasser. Das dauert immer ein bisschen, glaube ich. Das muss Wasser kriegen. Da hängt Tu halt mal genau noch so ein nichts. Felsvorsprung drüber. Ich glaube nicht, dass das da dran liegt, Leon. Ah, da ist der Greif. Oder ist das erst, wenn es bepflanzt ist, dass dann das Wasserbewässerungsding kommt? Nee, eigentlich nicht. Der Greif ist Level 20. So ein Ankylo wäre genial für mich. Egal welches Level, das wäre mir ja vollkommen wurscht, welches Level der hat. Ich mach den Greif mal weg. Ach, und du kannst doch. Du könntest doch so ein Ankylo greifen und hier hochbringen, dass man den hier oben tamen kann. Da bräuchte ich nur ein paar Betäubungspfeile, ne? Pfeile selber habe ich doch, glaube ich, noch welche gehabt. Weil das wird mir echt tierisch helfen, alleine zum Steine farmen. Steine bräuchtest du einen Döderikus. Ja, aber die habe ich noch nie hingekriegt. Das ist so ein Kugelfiech, oder? Ja. Die habe ich noch nie hingekriegt, weil irgendwie haben die sich dann immer zusammengerollt. Ich glaube, da sind die Pfeile einfach nicht stark genug, dass die so schnell betäuben. Dann mache ich nämlich jetzt ein paar Pfeile. Narkotics haben wir ja auch ein paar. Und mache Narkotikpfeile. Dann kann ich nämlich mit dem richtig, auch ohne Sattel, den kann ich zumindest als Transportviech verwenden. Da muss ich nicht immer jedes Mal hin und her rennen, weil ich überladen bin.
Smithy ist eine Armbrust für dich. Oh, cool. Dankeschön. Bitteschön. Soll ich. Brauchst du eine Pike auch noch? Das wäre nicht schlecht. Ach, es ist dies. Und eine Metallspitzhacke wäre nicht schlecht. Da habe ich auch immer nur noch die Steine. Okay. Ich habe mal noch eine Sichel gemacht. Ah, für Fasern, cool. Das brauche ich ja für Pfeile jetzt auch. Das ist nicht schlecht. Fasern, Feuerstein und Stroh brauche ich da. Supi, Dankeschön. Ist jetzt eigentlich Wasser im Beet drin? Dann setz auch mal eins unten auf den Rasen und dann müssen wir das mal vergleichen. Ob das vielleicht dauert, das eine Zeit, vielleicht kommt das erst im nächsten Regen, weil der Regen schon war, bevor wir es gesetzt hatten. Glaube ich aber nicht. Ja, aber dann wissen wir es genau. Ich habe, glaube ich, schon wieder eine Spinne angreifen wollen. Ja, immer da in der Ecke bei dem Felsen ist das, ne? So Ja. komisch. Hier in dieser Mulde drin, glaube Ja, ich. genau. Komisch. Und da oben ist der Biberdamm immer noch.